So, was wollen wir denn für einen schönen Run machen? Wisst ihr, was wir machen? Oh, warte, ich habe den Run mit Jacob und Esau abgeschlossen. Ich habe Mega Satan mit den beiden geschafft. Ich hatte keine Ahnung. Aber, ich würde sagen, wir, versuchen... Oh, wollen wir Bethany versuchen? Wie wäre es mit dem einen Fruchtsandwich mit Mayo, auch eins mit Joghurt oder Quark zu machen, schon ob das wirklich besser wäre? Genau, das war mein Plan. Ich meine, lässt sich ziemlich leichter noch einbauen. Bethany zu The Beast, versuchen wir das. Ich meine, das haben wir beim letzten Mal schon mal versucht, es ging schrecklich aus. Moment, warte, Bethany? Oh, das war Bethany. Pass auf, ich will jetzt nicht der Typ sein, aber eventuell habe ich Bethany gerade mit Lilith verwechselt. Deswegen war ich gerade hier und dachte mir, hä, warte, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Ich habe es einfach komplett verwechselt. Ich wollte einen Lilith-Run machen. Versuchen wir es trotzdem, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Und hoffen einfach, dass ich ein akzeptables Spacebar-Item finde und dann wird alles gut. Oh nein, warte, wir sollten den ersten Goldraum auslassen, denn wir wollen nur noch ein akzeptables Runen-Item bekommen. Oh, Schubdawub wäre so ein cooles Item für Bethany. Hat er schon Boss Rush mit Jacob? Nein. Ich habe echt nicht viel mit Jacob und Esau. Ich habe, Zum einen, ich wollte gar nicht den Goldraum. Zum anderen. Mein Leben ist zu kurz, okay? Ja, hätte ich den Goldraum mal... Oh mein Gott, stell ich vor, der wäre immer noch dann Curse of the Blind, was auch immer gewesen. Und dann hätte ich komplett am Ende des Runs, wenn ich schon kurz vor dem Beast bin, das bekommen. Oh, das wäre bitter. Aber warum ist mein Damage gerade so mies? Ich glaube, der ist immer so mies mit der Bethany. Beziehungsweise ist generell der 3,5 Damage, aber... Können wir trotzdem vor, dass aber extra mies wäre. Oh, die Bombe wäre ein super cooles Item. Kann ich bitte die Bombe von dir bekommen? Also den Müllsackkopf, den man wirft. Natürlich nicht. Selbstverständlich hat er wieder was anderes für mich. Warum bin ich überhaupt überrascht? Versuchen, Spacebar-Item mit wenig Aufladungen zu bekommen. Ich liebe diesen Tipp, weil er absolut null in der Praxis in irgendeiner Hinsicht umsetzbar ist. Versuch einfach, eine gute Seite zu finden. Das ist üblicherweise so mein Plan. Wundkarte ist ein ziemlich akzeptables Pickup. Ach Gott. So, dieser Raum ist auch ziemlich spaßig. Ich mag es, dass er einfach Jahre dauert. Dann wiederum ist es nicht so langweilig, wie ich zunächst dachte. Spacebar-Items, die... Ah, Moment, nein. Mama Mega sollte funktionieren mit dem Buch, aber man kommt dann halt nur einen Begleiter dafür. Ich wollte gerade sagen, es funktioniert nicht mit Spacebar-Items, die keine Aufladungen haben, aber es stimmt nicht. Mit denen funktioniert es auch. Das, was man dafür bekommt, ist üblicherweise ziemlich schlecht. So, wo ist denn ein Cursed Room, in den ich ja mal eben reinstolzieren kann? Oh Gott. Ich mag diese Räume, die voll mit Gegnern sind, nicht. Hey, ein Herz. Sind jetzt auch mit Bohnen. Yeah. Ich meine, wenn es ein Spacebar-Item ist, dann kannst du das Buch damit einsetzen. Wäre mir jetzt neu, wenn es irgendein... Hier ist kein Cursed Room. Was soll das denn jetzt? Warum ist hier kein Cursed Room?
Warum ist mein Damage so schlecht? Ach Gott. Ist das normal, dass der Damage so mies ist? Wahrscheinlich, aber ein bisschen enttäuschend. Ach Gott. Das ist nicht mein Lieblingsbosskampf. Eventuell werde ich sterben. Wer weiß, vielleicht war das ein bisschen... Vielleicht war ich ein bisschen zu dramatisch gerade mit der, vielleicht werde ich sterben Nummer, aber... Ich wäre auch wirklich nicht begeistert, okay? Wenigstens bekommt man vier Fliegen für Mom's Underwear. Sonst wäre das echt schlecht. Ich habe keinen Schlüssel. Hey! Ich habe das Herz, wenn ich den Raum geklärt habe. Das weiß ich zu schätzen. Zusätzlich können wir hier direkt uns in den Goldraum reinbomben. Das, oh. Das weiß ich ebenfalls zu schätzen. Und die Tatsache, dass wir ein paar Herzen bekommen haben, auch ganz gut. Oh, ich kann hier gratis rein. Loki's Horns? Nein. Hashi. Das will ich auch nicht. Ja, yeah, ist okay. Nein, wisst ihr was? Das ist sogar ziemlich okay. Dem Item kann man was anfangen, wenn ihr mich fragt. Oh Gott, geht weg. Warum ist die Tür da unten offen? Ah ja, weil ich dagegen geschossen habe. Damage up und zusätzlich kann ich noch gratis Geheimräume aufdecken und der Felsen kaputt machen. Acid ist ein gutes Item für den Anfang. Ach, komm schon. Ich sollte mein Spacebar-Item öfter einsetzen, aber... Das Gefühl, es bringt aktuell noch nicht so viel. Und ich habe noch nicht vergessen, dass ich auch an, dass ich eine Bloodbank sehr wahrscheinlich auf der Ebene habe. Auf der ich vielleicht ein bisschen was machen kann. Aber. Ich will erstmal noch den Boss und sowas klären, bevor ich schaue, wie viele Herzen ich für was opfern will. Aber wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich ein gutes Stück auf die Bloodbank gehen. Oh Gott, der Raum ist. Nein, der Raum ist fürchterlich! Ich kann natürlich keine Soul Hearts haben als Bethany. Also sie kann Soul Hearts mitnehmen, sie bringen nur nichts. Och. Ah, wobei, die stellen sich gut an. Die sind gut unterwegs, die Jungs. So, ich hoffe, dass im Shop noch akzeptabel ist. Gibt es ein Spacebar-Item aus dem Shop, das mir was bringen würde? Ich meine, die Kerze wäre wahrscheinlich okay. Auch wenn sie nicht ganz das ist, wonach ich mich sehne. Piggy Bank wäre sogar sehr okay. Nein, Moment, das mit den Tarotkarten wäre ebenfalls echt okay. Es ist alles ziemlich okay soweit gewesen. Nicht alles, aber eine Menge davon. Oh Gott, das Feuer hat mich gerade gerettet. Nein, 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 nein. Ganz ruhig bleiben. Wir wollen nicht den Angel Deal verkacken. Das ist das Wichtigste. Wenn wir den Angel Deal verkacken, werden Dinge schrecklich schief laufen. Oh ja, Wooden Nickel wäre, glaube ich, auch ziemlich interessant für Bethany. Sollen wir hier ins Secret Room zufälligerweise? Nein? Zufälligerweise ist hier keiner. So ein Zufall aber auch. Soll ich versuchen, die Vasen kaputt zu machen? Und unter Umständen könnte ich dann Quarter rausbekommen. Da ist ein super Secret Room.
Yes! Das ist doch eine Ausbeute, mit der ich was anfangen kann. Speed down! Machen wir den Boss. Der gute alte Monstro. Wenn ich nicht von random Projektilen getroffen werde, sollte ich den schaffen, ohne von random Projektilen getroffen zu werden. Aber auch dann habe ich noch ein bisschen Feuer, das mich vor random Projektilen schützt. Wann kommt, es soll doch auch noch ein Patch für Repentance kommen. Weiß man eigentlich schon, wann der mal kommen soll? Kommt der, wenn die Konsolenversionen kommen, oder? Das ist einfach eine Sache, wo man Pech hat und der wird nie kommen. Äußerst interessant. Okay. Dann werden wir mal ein bisschen auf die Bloodbank gehen, würde ich sagen. Denn wir brauchen dringend Piggy Bank. So, noch ein Cent. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Geld parat aktuell. Ich habe auch leider keine Bomben. Oh, wir haben hier noch Vasen. Yes! 2 Cent. Komm schon. 0. Wir müssen versuchen, möglichst viel Geld aufzutreiben für Stairway to Heaven. Piggy Bank zu kaufen sollte sich für mich lohnen, oder? Was würdet ihr sagen? Yes! Okay. Los geht's. Wir haben noch ein paar Leben übrig. Wir werden noch versuchen, möglichst viel Geld hier aufzutreiben. Wenn du Geld willst, ja. Ja, doch. Ich glaube, das wäre... und hier sind noch eine Menge Vasen. Ich glaube, ich werde viel Zeit auf dieser Ebene verbringen. Wisst ihr was? Ein Herz für 3 Cent lohnt sich auch. Spinnen. So, wenn wir hier noch ein Quarter auftreiben könnten, wäre das echt gut. Komm schon. Piggy Bank und Swallowed Penny. Und Stairway to Heaven. Okay. Wir sind in der zweiten Ebene und wir werden einfach so gutes Zeug auftreiben können. Das sind sehr starke Kombinationen. Sehr, 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 sehr stark, würde ich sagen. Was soll ich damit jetzt? Ne. Die gute Sache ist nämlich, wir haben noch die Sun-Karte. Auch wenn ich sie natürlich im Idealfall gerne aufheben würde. Ich denke, ich werde sie auf dieser Ebene dann direkt einsetzen. Wenn wir den IV-Bag bekommen könnten, wäre das halt enorm stark. Schau ich das an. The Sun. Wir machen noch einmal. Okay. Ich würde gern weitergehen, aber ich sollte nicht. Ich habe hier überall noch so viele Vasen übersehen. Ich sollte auch noch dafür sorgen, dass ich halbwegs überlebensfähig bin. Seh mich stark, weil du ein innerlicher Schwächling bist. Warte, wir haben ja noch eine Bombe. Oh. Nein, 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 nein. Deck of Cards wäre auch gut, aber... Super Secret Room habe ich schon gefunden. Oh, ein Trinket für Cracked Key. Ja, yeah, das ist auch ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Sprengen wir den noch in die Luft.
Hey. Wo liegt das andere Trinket? Das liegt im Raum rechts. Ich hätte aktuell in diesem Run super viele Soul Hearts gefunden, wenn ich welche tragen könnte. So, ich denke immer noch drüber nach, ob es eine gute Idee wäre, Deck of Cards mitzunehmen. Ich glaube, die Antwort ist nein. Ich glaube, Deck of Cards wäre nicht die richtige Lösung, weil ich habe das Gefühl, Stairway to Heaven ist einfach so viel stärker für uns in diesem Fall. So, dann nehmen wir noch den Swallowed Penny mit. Und dann hauen wir ab. 22 Cent reicht auf jeden Fall, um bei Stairway to Heaven ein bisschen was mitzunehmen. Deck of Cards hat zu viele Aufladungen. Ja, ich habe halt, aber ich habe auch noch Soul Hearts übrig, aber ja, yeah, ist wahrscheinlich ein Problem. So, wir wollen hier reingehen. Für das extra Boss-Item. Das ist so gut. Der Rest nicht wirklich, aber gratis Soul Heart nehme ich mit. So, ich weiß, wir versuchen es. Ja, yeah. Cool. Zum Glück habe ich das versucht. Was soll's. Was soll's. Mit etwas Glück ist ja auf der Ebene sowieso noch ein Arcade-Raum gespawnt. Oh ja, und der Strength ist gut für eine Bloodbank, das stimmt. Wenn ihr euch jetzt übrigens fragt, warum ich das gerade versucht habe... Es ist nicht so unwahrscheinlich, mit 7 Cent den kleinen Bumfriend zum Auszahlen zu bringen. Zum einen. Zum anderen droppt er HP-Ups. Und ein HP-Up wäre ziemlich hilfreich für mich. Haben wir hier oben ein Secret Room? Nein. Oh, hier unten vielleicht. Yes. Oh, wir können hier auf jeden Fall ein paar Pillen mitnehmen. Ich weiß, ich habe keine Lust. Da bin ich gerade dazu entschlossen, dass ich keine Lust habe, so viel Zeit damit zu verschwenden. Mr. Boom werde ich halt nie einsetzen. Spider-Butt? Spider-Butt ist okay. Oh, ich dachte, Spider-Butt spawnt Spinnen. Hm. Vielleicht ist Spider-Butt doch nicht so okay. Daggers! Ich kann Spider-Butt wenigstens oft einsetzen. So, wir können gerade in den Cursed Room. Sehe ich gerade. Ja, ich hab an Box of Spiders gedacht. Die Flammen zählen nicht als Familias, oder? Richtig. Warum habe ich das eingesetzt? Ah, damit ich das Teil bekomme. Ich glaube, ich würde damit mein mein Holy Water opfern. Und das will ich eigentlich echt nicht. Na, ah, keine Bloodbank auf dieser Ebene. Bisschen schade, aber okay. Wir haben generell kein Geld gefunden auf dieser Ebene. Das ist sogar sehr schade. Ach. Warum haben wir keine Bloodbank? Die Ebene schreit doch geradezu danach. Oh mein Gott. Okay. Ich meine, es ist ein Tiersub. Tiersub ist immer okay. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Und kein Knife Piece mitnehmen. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Macht ihr trotzdem Schaden für Geld? Ja, ich werde auf jeden Fall in die roten Haufen da noch reinlaufen.
Ich denke, es gibt keinen Grund, der dagegen spricht. Vor allem, nachdem wir eh keinen Deal bekommen haben. Wir wollen einfach zu... Interessant. Yeah! Such dich beim nächsten Mal etwas sehr angemessener zu verhalten. Oh nein, ich mach die Felsen, die meine Deckung sind, kaputt. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, er ist gerade im nutzlosen Angriffmodus gefangen. Erleichtert mein Leben. Im Shop kann Greed spawnen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich gehe schon wieder zurück. Wir haben noch alle Möglichkeiten offen. Also, schauen wir erstmal in den Shop. Naja, gut, der ist... ist ein gutes Item. Ich glaube, wir sollten eher versuchen auf... Oh Gott, ich kann nicht drüber fliegen. Ich will das Knife Piece nicht mitnehmen. Ah, wir wollen The Beast machen in diesem Run. Deswegen kein Knife Piece für mich. Oh, das ist so viel Geld, was ich hier direkt rausholen kann. Ich glaube, von mir aus wäre mir nicht mehr bewusst gewesen, dass dieser Raum tatsächlich für was Gutes ist. Okay. Dann nehmen wir noch das Herz da unten mit. Und dann würde ich sagen, wir sind wieder weg. Piggy Bank und 200 Penny ist halt ziemlich stark. Ist nicht nur eins, ist nicht nur Piggy Bank. Wir haben auch noch das gute Trinket. Sie was? 38 Cent reichen aus. Wir hauen ab. Wir hauen einfach ab. Oder habe ich was vergessen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Kann man als Bethany nicht die Soul Hearts als Aufladung fürs Book benutzen? Ja, kann man. Die Frage ist natürlich, wollen wir an dem kleinen Scheiße noch versuchen zu spielen? Oder wollen wir nicht? Ich glaube nämlich, wir wollen. Ich bräuchte nämlich echt dringend ein HP ab. Du willst mich doch verarschen. Wie ich auch hoffe, dass ich mein Geld wieder zurückbekomme. So, Kerze bringt mir Glück. Ich weiß übrigens nicht ganz, was die Kerze bringt. Ich weiß nur, dass sie irgendwie einen Tier-Sub macht. Ich glaube, wenn man einen Schaden, wenn man einen Raum schafft, ohne Schaden zu nehmen, kommt man mehr Tier-Sub oder so. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Wir brauchen das Keypiece nicht wirklich, aber es kann auch nicht schaden. Gib dir, okay, ich bekomme Tiers ab jetzt mal, wenn ich einen Room schaffe, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Kein Tiers ab für diesen Raum, aber das ist okay. Oh, ein Secret Room. Wir haben halt so viele Angel-Items inzwischen schon. Nein! Nein! Ich kann nicht ran! Okay. Vielleicht finden wir noch was, womit ich ran kann. Das ist nicht cool.
Dabei ist es sogar noch so ein gutes Item. Ah, aber mal schauen. Ich hätte übrigens auch nichts dagegen, wenn ich langsam mal ein Spacebar-Item bekommen würde, das irgendwas bringt. Ja, also gefühlt mit dem Spacebar-Item bin ich immer noch echt unzufrieden. Wenn wir noch ein bisschen Zeug finden, können wir vielleicht dann schauen, wir haben Sacrifice Room bisschen unser Glück versuchen. Oh, es macht Schaden. Oh, okay, man bekommt Spinnen, wenn man den Gegner killt mit dem Teil. Mit dem Spider-Butt. Das heißt, er ist vielleicht doch nicht so übel. Er muss nur jemanden killen, was er nie hinbekommt. Aber wenn er es hinbekommt, dann ist es gar nicht so schlecht. So, bisher scheint es auf jeden Fall ein ziemlich solider Run zu sein. Au. Scheint trotzdem ein solider Run bisher zu sein. Auch wenn ich natürlich gern noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hätte, mir meine Leben aufzufüllen. Damit wir unter Umständen ein bisschen in den Sacrifice Room spielen können, aber mal schauen. Kommt auch darauf an, was wir für ein Item vom Boss bekommen werden. Jemand Empfehlungen für Controller? Geht dabei um PS5 versus Xbox Wireless für Isaac zocken am Tablet. Ich würde sagen, Xbox und der PlayStation Controller sollten beide ziemlich angemessen sein. Ich meine, ich persönlich spiele mit Tastatur, wobei ich aber mal versuchen will, mit Controller zu spielen. An sich ist Controller ziemlich hilfreich für Isaac, einfach weil man viel besser ausweichen kann, da man viel mehr, viel besseres Movement hat. Aber ich traue mich nicht so ganz, versteht ihr? Oh, ein goldenes Herz! Das ist doch ein Hit! Warum Slipstick? Das ist überhaupt kein Hit. Ein goldenes Herz! Gibt's nicht auch eine Tastatur für Tablets? Ich meine, ich würde nicht mal sagen, dass die Tastatur überhaupt ein sinnvoller Weg ist, Isaac zu spielen. Das erste Isaac hat nur nichts anderes als Tastatur unterstützt und deswegen bin ich dabei geblieben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Seid ihr bereit für ein Abenteuer? Denn ich bin bereit für ein Abenteuer. Lass mich erstmal noch die restliche Ebene klären. Und dann schauen wir uns an, wie bereit wir sind für Abenteuer. Oh, ich mag diesen Raum hier nicht. Ich mag diesen Raum sogar überhaupt nicht. Er nimmt mir wertvolle Aufladungen für den Sacrifice Room. Vor allem die beste Sache ist... Wir bekommen neben dem Sacrifice Room auch... nein! Oh, ich habe die Brücke gebaut. Neben dem Sacrifice Room... oh, wir können gratis rein. Yes! Ich bekomme neben dem Sacrifice Room auch noch Geld. Zählt Steam Sale für Stairway to Heaven? Ich glaube, wir können an dem Punkt einfach jedes Item holen. Ja, zählt. Weil es an dem Punkt ist einfach nur noch cheap. Wir werden einfach alles holen können, was wir noch sehen werden. Okay, kein Planetarium auf dieser Ebene, wie es aussieht. Das ist okay, ich denke, ich werde damit leben können. So, den Cursed Room werde ich mir mal eben noch sparen. In den schaue ich dann... Oh Gott, mein Arm juckt gerade so. Oh. Nehme ich mit. Oh mein Gott. Es war eine Explosion von Geld. Wir sehen, wie viel da rauskam. Oh, warte, ich wollte das HP-Up noch mitnehmen. Wieso so viel Geld? Weil ich ein goldenes Herz hatte, das kaputt gegangen ist. Maggies Bow halt dich doppelt.
Oh, ich wollte es noch aufheben, weil es einen sowieso generell heilt. Warte, mit Maggies Bau bekomme ich pro Herz 2 Herzen aufgeheilt. Oh mein Gott. Das ist ziemlich stark. Wir sind übrigens schon wieder bei 38 Cent, so am Rande. Oh Gott. Okay, wir müssen abhauen. Mir gefällt es nicht, dass ich auf ein halbes Herz immer runtergehe. Daran sollte ich echt arbeiten. Das heißt, wir nehmen einfach 2 Herzen mit und oh mein Gott, und sind wieder im Spiel. Dieser Run. Der hat's in sich. Oh Gott, außerdem von Jan Luca L. 5 Euro. Vivi, lieben Dank. Vivi, lieben Dank. Ich weiß nicht, wann das war. Für 10 Minuten. Vivi, lieben Dank. Dann von der G-Hunter. Frisches Sub. Raligator 5 Monate Resub. Und von Geilo Minion. Frischer Sub. Vivi, lieben Dank. Oh, ja. Nee. Ich glaube, ich will das haben. Ehrlich gesagt. Och, es ist immer ein Soul Heart. So, wir hauen erstmal ab. Oh yeah, ich könnte in den Challenge Room auch noch reinschauen. Das stimmt. Da werde ich dann, wenn ich ihn mache, werde ich aber auf jeden Fall meine Strength-Karte einsetzen. Ich meine, Planetarium-Chance von 40% oder so. Werde ich jetzt nicht nein sagen. Ich mein, wir werden so oder so eins bekommen, aber... Dennoch. Au! Oh Gott! Sag mal, was ist das? Was ist sein Problem? Der Typ wollte es aber wissen. Hierophant. The Hierophant. Okay. Dann würde ich sagen, wir werden soweit den Sacrifice Room noch zu Ende machen und dann hauen wir ab. Und werden dann alles mitnehmen, was wir ab sofort dann noch finden werden. Sowohl im Shop als auch bei Stairway to Heaven. Denn alles kostet auch noch nur noch die Hälfte. Kannst du ein Spacebar-Item mit definitiv öfter einsetzen, als du es brauchst. Ja, im Idealfall finde ich auch noch ein Spacebar-Item, das tatsächlich was bringt. Ich meine, Spider-Putt ist okay. Verstehe mich nicht falsch, es ist nur... Das sind echt wenige Trollbomben. Okay, kannst du bitte weggehen? Okay, hier gibt es soweit nichts mehr für uns zu erledigen. Außer in Gabriel-Bosskampf zu spawnen und... Ja, ich weiß, dass beim 12. und nach dem 12. kann ich dann in den Darkroom kommen. Das heißt, wir sind soweit fertig damit. Oh, ich war gar nicht im Cursed Room. Oh ja, stimmt, das wollte ich am Ende machen. Okay. Wir gehen noch in den Cursed Room und dann sind wir bereit, die Ebene zu verlassen. Diese Ebene hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn, ich meine, ich bekam Circle of Protection. Ich wollte gerade sagen, auch wenn sich Sacrifice Room nicht gelohnt hat, aber war okay. Das ist ein Item! Das ist ein vernünftiges Item für diesen Charakter. Und ich könnte es jetzt 43 Mal einsetzen. 43 Mal. Warte, ich bekomme gar keine Fliegen. Sondern nur Projektile, die um mich herum schießen. Finde ich das gut? Weiß gar nicht, wie ich das finde, ehrlich gesagt.
Oh, die Fliegen sind im Feuer. Sie kommt dann raus, wenn das Feuer entfernt wurde, nehme ich an. Das ist eigentlich ganz cool. Ich meine, Prayer Card können wir einsetzen. Nehmen wir das noch mit. Diesmal bringe ich ihn zum Auszahlen. Passt mal auf. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, wir werden ihn noch erledigen. Au. Das Gefühl, ich nehme viel zu viel Schaden. Ist halt die Sache, der Run ist bisher nicht verkehrt, aber er ist auch noch gar nicht mal so stark. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Warte, warum mache ich den Engel überhaupt? Sie haben keinen Sinn, den Engel zu machen. Oh, ich hätte ein paar Mal Prayer Cards spammen können. Nein! Ihr habt recht. Ihr habt recht. Das war ein Fehler. Das hätte besser geregelt werden können von meiner Seite. Was? Warum ist dann gratis Little Steven? Dieser Run. Oh, hättest du gern noch ein gratis Item aus irgendwelchen Gründen? Da ist nämlich eins. Viel Spaß damit. Einfach ohne Grund. Yeah. Yeah. Ich denke, das ist ein Run, der von Deep Pockets profitieren könnte. Weil keiner Lil Steven haben will. Lil Steven trägt zur Conjoint-Transformation bei. Und auch ansonsten ist er okay. Ich bekomme nicht wirklich Fliegen, auch wenn das Feuer beschädigt, zerstört wird. Oh nein, Moment, da sind welche. Okay, ich bekomme die Fliegen, wenn das Feuer kaputt geht. Ich dachte kurz, dass dem nicht so ist, weil man erkennt die Fliegen nicht wirklich. Range up! Ich habe das Gefühl, das Buch in Kombination mit Guppy's Head ist ziemlich stark. Kann aber auch an mir liegen. Dass ich mir nur einbilde, dass es stark ist. In Wirklichkeit ist es einfach nur schlecht, aber so mein Zweifel dran. Steven hat wenigstens Homing Shot. Ja, yeah, genau. Oh. Oh, das ist. Das ist auch ziemlich okay für einen Bethany Run. Das heißt, wenn wir noch ein anderes Spacebar-Item finden, können wir es mitnehmen. Es gibt nichts und niemanden, der mich daran hindern wird. Warum sind hier 3 Cent? So, was ich glaube ich auf dieser Ebene mir am meisten wünschen würde, wäre, dass wir vielleicht irgendwo noch eine Bloodbank, wenn wir eine haben könnten. Das wäre ziemlich cool. Ich glaube, Arcade Rooms spawnen immer nur auf der zweiten Ebene, wenn man 5 oder mehr Cent hat. Oh, wegen die Pockets waren da 3 Cent. Oh, bringt die Pockets. Die Pockets bringt, dass man auch mehr Geld findet, oder was? So was, ich mach direkt den Boss. Oh, du. Oh Gott, Felsen von oben, Felsen von oben! Das lief doch ziemlich okay. Kein Deal, aber das ist okay. Dafür Tears ab. Nicht so, als ob Tears da wirklich eine Sache ist, die wir brauchen. Ich bräuchte langsam mal vielleicht noch ein Damage ab mehr. Ich liebe es übrigens, dass ich so viele Orbitals bekomme, dass ich einfach von nichts mehr getroffen werden kann. Und ich sollte nach Secret Rooms Ausschau halten. Hab einen.
Gulp. Gulp. Yes! Oh, wir haben Swallowed Penny gegolbt. Oh, das ist hervorragend. Das heißt, alle, egal was jetzt passiert, niemand wird mir mehr meine super Geldmacher-Kombination nehmen können. Die Bossbar ändert sich da ja auch. Wo ändert sich die Bossbar? Was die Bossbars angeht, habe ich eine Mod für installiert, dass die anders aussehen. Hast du schon ein Trinket abgelegt? Yep, das haben wir schon erledigt. Der Bombenbagger. Hm. Ich meine, ja. Yeah. Ach, komm schon. Hey! Hey! Hoffen wir auf das Beste. Ist nicht so, als ob wir Bomben für irgendwas brauchen würden. Oh, der gibt Geld! Ich wusste nicht, dass der Geld gibt. Und ja, der D100 könnte mir noch mein ganzes Zeug nehmen, das stimmt. Remote Detonator. Oh, den will ich nicht wirklich. Okay. Bald haben wir die 100 Cent geknackt. Lack ab und zwei Schlüssel. Okay. Zwei Schlüssel nicht vergessen. So weit, so gut. Ich überlege, ob ich noch irgendwas finde, wo ich mir ein bisschen Schaden zufügen kann, damit wir noch ein bisschen extra Geld rausholen können. Haben wir irgendwo noch Feuer oder so? Ich weiß, dass da ein Eternal Heart war. Sieh was, ein ganzes Herz Schaden, dem ist mir doch zu viel. Vor allem, oh, 100, da ist die 100. Und die 101. Oh, die Pockets. Ihr macht mich reich. Ganze Tür vom Cursed Room stehen. Ja, yeah, dann habe ich doch mehr Schaden genommen, als ich wollte an den Stacheln. Wir gehen einfach so weiter. Gibt es nicht wirklich einen Grund dafür, ewig noch Zeit zu verschwenden. Warte, wo kann der Super Secret Room sein? Schauen, ob ich den vielleicht noch irgendwo finde. That's money equals power. Ja, aber Money Equals Power will man in so vielen Runs haben. Das findet man gar nicht mehr so oft. Okay, da ist kein, das ist auch kein Super Secret Room. Hm. Da ist er! Ich meine, wir haben noch ein paar Bomben übrig. Ich finde einfach so viel Geld. Dann würde ich sagen, wir machen das Ganze nochmal. Oh ja, Planetarium sollten wir auch noch früher oder später bekommen. Vor allem ist meine Planetarium-Chance aktuell 36%. Komm schon, mehr Bargeld. Er gibt auch Herzen. Wo wir schon bei Geld sind, was wird man sich denn dieses Jahr für Weihnachtsgeld gönnen? Meinst du mich? Ich habe kein Weihnachtsgeld. Money Equals Power wäre also so gut für diesen Run. So, gehen wir weiter. Elden Ring kommt Ende Februar raus. Hier dein Weihnachtsgeld, gib nicht alles auf einmal aus. Also vom Flugkundi, 100 Bits. Vielen lieben Dank fürs Weihnachtsgeld. Dann Bethany tanzt wieder Run gut. Waren das so gute Items? Ich habe auf jeden Fall eine enorme Feuerrate, aber mir fehlt irgendwie noch der Damage in diesem Run.
Das Gefühl, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Warum habe ich ein Eternal Heart? Habe ich eins gekauft? Ohne es zu wollen? Das Zeug, ich kam doch Weihnachten streamen. Ich denke nicht. Ich denke, ich werde die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nutze ich üblicherweise als Freizeit. Dementsprechend mache ich da Conjoint! Auch nehme ich die Blumen-Map mit. Dementsprechend mache ich da eher weniger Videos oder Streams oder sowas. An welchem Wochentag ist Weihnachten dieses Jahr? Freitags? Ja, vielleicht werde ich da Samstag und Sonntag für den Stream auslassen. Ich weiß noch nicht. Ich würde ja nicht damit rechnen, dass ich an den Weihnachtsfeiertagen oder so streamen werde. Two of Spades. Dieses Jahr war ein Content-Fest, mach ruhig frei. Wir haben noch ein paar Dinge geplant für dieses Jahr. Die sind noch nicht ganz fertig. Och, komm schon! Keine Bloodbank? Komm schon. Warum habe ich Schaden genommen? Warum habe ich das überhaupt so mitgenommen? Ich glaube, ich hätte das Space-Bite lieber so mitnehmen sollen. Egal. Das wird mir im Kampf gegen die Beast übrigens weiterhelfen, die Schere. Ansonsten werde ich sie wohl kaum irgendwo einsetzen. Aber gegen die Beast? Ja, das ist das Falsche. Er wird ziemlich hilfreich sein. Aber ja, es gibt noch eine Sache, die ich mir, okay, das war... Ich habe gerade so viel von denen verloren. Es gibt noch eine Sache, die ich mir kaufen werde. Die wird gegen Weihnachten da sein. Oh, Türen bleiben offen. Und ich kann endlich fliegen. Und zwar, das ist eine Sache, was ich eigentlich schon gekauft habe. Sollte eigentlich schon vor Ewigkeiten ankommen, aber... Wusstet ihr, dass aktuell eine Chip-Knappheit herrscht und alles ein bisschen, anstrengend ist zu bekommen. Und zwar habe ich mir den Mr. FPGA bestellt. Dann werdet ihr jetzt sagen, wow, warum hast du dir einen Ehemann bestellt? Haha. Antwort ist, was, wenn dem so wäre? Ich wollte jetzt sagen, wäre das Problem? Ja, wäre es. Menschen bestellt man üblicherweise nicht so. Aber nein, das ist quasi... Das ist ein Fancy-Emulatoren-Teil. Das ist prinzipiell wie ein RetroPie, der 10-mal so viel kostet, aber emuliert nicht direkt, sondern... beziehungsweise... Ist nicht Software-Emulation, sondern Hardware und das ist eigentlich ziemlich cool daran. Ist nicht wirklich so viel wert, aber ich dachte mir, das ist ziemlich cool. Und ja, da kann man auf jeden Fall... Alle möglichen Konsolen und sowas werden nicht direkt emuliert. Aber ja, keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Ziemlich cool. Ich habe mir auch verschiedene Controller, Adapter und sowas geholt. Und dann werde ich darauf ein paar Dinge spielen. Das ist so mein Weihnachtsgeschenk an mich. Das habe ich mir verdient. Wollen wir noch ein bisschen an dem, Dingensraum hier unser Glück versuchen? Denk an die Full-Karte. Das tue ich. Sag mal, kann hier auch mal was rauskommen? Lucky Penny. Ach ja, ich habe ja doppelt so viele Herzen mit einem roten Herz. Das habe ich fast vergessen.
Ich weiß nicht, warum ich so überlege. Ich habe halt mehr als genug Herzen für alles. Gegen den will ich nicht kämpfen. 30 Münzen und dann noch ein Gabriel-Boss. Oh mein Gott. Willst du Nation Machine was Gutes tun? Nicht wirklich. Diesen Run, oder? Wollen wir? Ah, wisst ihr was? Ich hab sowieso... Wisst ihr was? Das machen wir. Zuerst dachte ich, na, ich bin zu geizig dafür. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, doch, das wäre ganz sinnvoll. Einfach, weil ich ein bisschen Lack dazu bekommen kann. Naja, ich meine, er hat einen Lack abgegeben. Will mir zu Weihnachten vielleicht die OLED-Switch holen, meine alte Switch komme ich nicht mehr ran. Warum kommst du an die alte Switch nicht mehr ran? Also von Void, Junge, 50 Monate Resub und von McWayne 6 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. So. Ah, wir haben da rechts noch ein Herz. Zu hoch gelagert. Ja, das ist ein Problem. Oh, da ist es. The Hierophant. The Hierophant. Eine zu hoch gelagerte Switch kommt man nicht so leicht rein. Sag mal, kann ich nicht fliegen? Warte, warum kann ich nicht fliegen? Warum habe ich Flügelohren, aber ich kann nicht fliegen? Was hat's damit auf sich? Also ernsthaft. Was hat's damit auf sich? Was soll das? Lustiges Mercury-Design. Verstehe. Und ich habe Schaden genommen. Aber ja, damage-technisch ist da an sich definitiv Luft nach oben. Gute Sache ist nur, dass wir noch so viel Stairway to Heaven bekommen werden, dass es super egal ist. Also, wie hoch mein Damage jetzt aktuell ist, weil wir werden genug bekommen. Sehen wir es? Oh, ich hatte den Super Secret Room nicht. Spielt aber an dem Punkt auch keine Rolle. Yes. Luck up. Ich wollte gerade sagen, oh, wir hatten gar kein Planetarium, aber doch, wir hatten eins. Wieso Polaroid? Weil wir es eh abgeben und es keine Rolle spielt. Das Damage-Up wäre auch egal, weil man das an dem Punkt abgibt. Ich meine, ja, nehmen wir den Spear of Destiny mit. Er ist zwar dumm und unnütz, aber das gleiche könnte man auch von mir sagen. Ich muss aufhören, dem das Geld zu geben. Ich will Moms Bottle of Pills nicht. Aber warte, ich habe sogar die Blue Map. Hätte ich nicht einfach ganz leicht den Super Secret Room finden können? Vorhin. Dann Void es doch. Oh ja, yeah, das wäre eine Überlegung wert gewesen. Zu spät. Schon wieder so viel Geld. Diese Deep Pockets machen mich reich. Ah ja, ich glaube, ich hätte echt nichts dagegen, wenn ich vielleicht irgendwo, Ah ja, ich kann nicht fliegen. Wenn ich irgendwas bekommen würde... Sag mal, habe ich Anti-Magnetic Tears oder sowas? Wenn ich irgendwas bekommen würde, ist mein Damage ein bisschen erhöht. Das Gefühl, das fehlt mir so ein bisschen in diesem Run. Ich meine, ja, der Run hat jedes Potenzial gut zu sein, aber... Es ist halt nur ein Damage-Set von 5,2. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, yep. Ja, yep, damit kann ich leben. Warte, ich kann jetzt Forget Me Now einfach. Na, wobei wir wollen auch den Shop mitnehmen. Danach machen wir Forget Me Now. Aber fällt gerade auf, ich habe nicht mal einen Grund, die Gegner zu besiegen.
ich nicht gerade in den Shop gehen will, weil alle Türen offen sind. Das bringt jetzt alles nicht so viel. Schau ich den Begleiter an mit seiner Clownsnase. Oh nein, ist eine Karotte, ist eine. Nein! Ich wollte das nicht. Was soll's. War nicht ganz mein Plan, aber. Gut. Ich würde sagen, wir gehen noch zum Super Secret Room. Dann werde ich Forget Me Now direkt einsetzen. Moment, hatten die ein Herz eigentlich? Da könnte ein Herz drin sein. Ich. Ja, wobei ich den Curse Room auch noch mitnehmen sollte. Bei genauerer Überlegung. Und dann. Ich meine. Die Bloodbank wäre interessant, aber. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob sie auch hilfreich wäre an dem Punkt. Greed Mode mit Chaos Card gewinnen fühlt sich gut an. Ich glaube, ich hatte nie eine Chaos Card im Greed Mode. Beziehungsweise, wenn ich eine hatte, habe ich es nicht weit genug geschafft, um da etwas zu machen. Box mega gut wegen Soulheart, nimm sie mit. Oh yeah, aber das Problem ist, ich habe Forget Me Now. Das heißt, ich muss irgendein Item loswerden. Und ich glaube, ich finde Guppy's Head besser. Oder? Was würdet ihr sagen? Bedenke, mit Magic 8 Ball kann ein weiteres Planetarium kommen. Meine Planetarium-Chance beträgt 1%. Hol dir Void, voide die Box. Aber Void hat so viele Aufladungen. An dem Punkt bringt die Box ja nicht mehr viel. Aber ich persönlich glaube auch, dass die Box of Friends besser sein wird, ehrlich gesagt. Gefühl, von der werde ich ja mehr profitieren. Guppy's Head ist nämlich ganz nett und so, aber ich denke, gegen die großen Bosse wird es mir nicht so viel bringen. Vor allem habe ich die Box of Friends und wenn die dupliziert wird, ist das halt echt stark. Okay. Guppy's Set ist weg. Die Entscheidung wurde gefällt. Hey, der Holy Grail. Dann spielen wir in dem noch eine Runde, damit wir noch ein paar HP-Ups bekommen. Moment, ich will keinen HP-Up mehr. Du bist weggesprengt. Ich dachte, ich will eins. Dann habe ich gesehen, dass ich volle Herzen habe. Das bringt mir nichts. Wir brauchen jetzt nur noch nach wie vor irgendwas, das mein Damage erhöht. Etwas höherer Damage wäre wirklich gut. Ich meine, die Devil-Karte erhöht technisch gesehen den Damage für einen Kampf. Oh, ich kann jetzt fliegen. Das ist das Leben. Und weil ich ja das eine Teil habe, womit ich einfach durch die Gegner die Räume verlassen kann. Würde ich sagen, dass ich genau das mache. So, das war jetzt gerade eben nicht gut. Ich verliere meine ganzen Begleiter. Oh, Schreck. Oh mein Gott. Das ist eine Menge Zeug. Okay, durch die Box of Friends bekomme ich auch so viele Begleiter dazu. Das ist auch schon wieder interessant. Auch wenn ich Probleme habe, in die Teile reinzurennen. Warum mache ich das eigentlich überhaupt?
Ich habe so viel Geld, das bringt mir absolut nichts. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören, das Geld für nichts einzusetzen. Oh, da war der Shop gerade. Okay, für den Shop muss ich den Raum clearen. Ja, vor allem die Teile haben 4 Herzen geheilt und ich habe meine ganzen Projektile aufgegeben gerade. Das war so oder so ungünstig. Also das 4 Herzen, nein, war günstig, aber als ich Projektile aufgegeben habe, war ungünstig. Ich glaube, das will ich nicht wirklich. So, dann ist es an der Zeit für mich zum Boss zu gehen, glaube ich. Oh Gott. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich der Boss wäre? Au. Hier ist auf jeden Fall der Goldraum erstmal. Yeah. Yeah. Der Apfel könnte genau das sein, was mir damage-technisch gefehlt hat, unter anderem. Ist noch nicht die absolute Antwort auf die Frage, wie ich Damage austeilen soll, aber er hilft auf jeden Fall ein bisschen. Experimente. Ich glaube, das ist cheap, wenn ich einfach alle Gegner skippe. Ich meine, wahrscheinlich ein bisschen, aber... Klingt so, als ob das das Problem der Gegner wäre und nicht von mir. Bei dem Luxet recht gut. Ja, ich denke auch. So. War ich im... Ich war nicht im zweiten Shop. Doch, ich war im Shop. Okay. Spent it. It's gone. Just get over it. Ja, ich kann einfach weitergehen. Au. Oh mein Gott! Sieh, wie viel Schaden ich genommen habe. Das war dumm. Von meiner Seite aus. Okay, Stairway to Heaven. Ja, will ich auch hoffen. So, jetzt ist Sacred Heart schon mindestens 2 Minuten her in diesem Run. Oder generell meinen Runs. Ich habe das Gefühl, ich bekomme in jedem zweiten Run Sacred Heart in Repentance. Vergiss die Stairways nicht. Ich habe nicht vor, die Stairways zu ver... Oh mein Gott. Das kann ich eigentlich direkt wegsprengen. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich ein paar Herzen bekommen würde. Ja, ich habe das Gefühl, Conjoint macht sich aktuell ziemlich gut. Und Conjoint haben wir übrigens nur bekommen, dadurch, dass ich den random Brother Bobby gefunden. Nicht Brother Bobby, sondern... Warum nehme ich das überhaupt mit? Wie heißt der Begleiter, den ich habe? Ihr wisst, wie ich meine, den ich random gefunden habe. Nur deswegen haben wir das. Weil irgendjemand meinte, oh, der ist ziemlich unnötig, aber na. Das war gut, weil wir damit einfach Conjoint bekommen haben. Shut up, Maggie! Nein! Lock down! Kauf doch Soulhearts für das Buch. Nein, ja, kann ich. Duality werde ich gar nicht erst mitnehmen. Der Partner in der Box hat eine ziemlich schicke Frisur bekommen. Oh, die großen gefährlichen Fliegen. Und wir haben sogar noch einen Goldraum vor mir, vor uns, fällt mir gerade auf. Dieser Run gibt und gibt und gibt. Vor allem gibt er hier eine Menge Herzen. Ich muss sagen, es hat ziemlich lange gedauert, bis wir
bei Stairway to Heaven mal irgendwas bekommen haben, das mir Damage gebracht hat. Das Gefühl, es hat fast ein bisschen zu lange gedauert. Aber wir bekamen es und ja, ich weiß, dass hier ein Soul Heart irgendwo ist. Wir werden so viele Begleiter spawnen beim Kampf gegen The Beast. Und gegen alle anderen, die davor kommen. Laser Memories heißt für unglaublich mächtig. Du meinst Schub der Wub. Und ja, wäre es. Ich will das. Und ich will das. Und ich bin Seraphim. Downport 2. Demnächst müssen wir dann den Red Key mitnehmen. Der Typ hält eine Menge aus. Wie viele gute unbekannte Spiele kennst du eigentlich? 3. Ich hoffe, dass ich die Frage beantwortet. Ich glaube, das war Tractor Beam. Okay, nehme ich hier mit. Ich glaube, das war Tractor Beam, was bringt, dass alle Tiers in eine Richtung gefeuert werden. Oder? Da ist unser Cracked Key. Das heißt, wir bekommen Tainted Bethany. Oh. Dieser Item gerade wäre nicht gut gewesen. Basement 2. Okay, das heißt, wir haben hier nichts im Goldraum. Warum ist der eine ein Kissen? Warum ist einer der Begleiter ein weinendes Kissen? Ach, da oben. Warum? Wie ist das? Ich dachte gerade, ich hätte den Crack Key irgendwie verloren. Wie kam der überhaupt da oben hin? Tainted Bethany ist einer der Stärkeren, würde ich sagen. Das sagen Leute oft, aber wir werden sehen. Meine Leute meinten auch, dass Tainted Blue Baby eins. Das lag da auch noch wahrscheinlich dumm. Tainted Blue Baby einer der besseren ist und. Ich meine, sehr wahrscheinlich auch, aber. Trotzdem war ich echt nervig. Ach. Ich will keine Hämatomasis einsammeln. So, das ist auch ziemlich stark. Sie weiß, wir könnten an dem kleinen Berger noch nicht weiterspielen. Weiter geht's. Tainted Blue Baby ist sehr gut. Mein, ja, es hat seine Vor- und Nachteile. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich fand es eigentlich auch ganz cool, als ich der Haufen, den man am Boden setzt, wo man dann, oh, wie sage ich es am besten? Yo! Holy shot! Genau das, wo man die Spur am Boden legt, auf der man dann eine höhere Feuerrate hat und sowas. Das ist eigentlich ziemlich gut. Und natürlich der Holy Poop. Das ist ein Item, das uns noch gefehlt hat, würde ich einfach mal sagen. Der gute Holy Shot. Ja, nehmen wir das. Was soll's. Das ist der heilige Schuss. Unterschätzt ihn nicht. Ich meine, unterschätzt ihn wirklich nicht. Das ist ein hervorragendes Item. Ich frage mich, ob ich irgendwann dieses eine Trinket bekomme, das man bekommt, wenn man genug Ebenen schafft, ohne Schaden zu nehmen. Wir haben nämlich das Rotten Heart nicht verloren. Was relativ interessant ist.
Lucky Penny, er ist zurück. Soulheart. 87 Aufladungen mit dem Soulheart. Können wir mal darüber reden? Oh Gott. Tante Bethany hat ein Loch im Schädel. Mom's Wick. Und wir haben die dritte Transformation. Ich sage, sie hat Continuum-Tiers standardmäßig. Sah nämlich ein bisschen wie der Continuum-Effekt aus. Und jetzt machen wir erstmal Dogma. Ach Gott. Leider bin ich nur sagenhaft schlecht darin, diesen Brimstone auszuweichen. Oh Gott! Eventuell werde ich sterben. Sehr das, wie ich geübt habe, wie man der Scheiße ausweicht, als ich unverwundbar war in dem Blue Baby Run. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Zugegeben, ich war nicht gut bei Phase 1, aber... Das wird ziemlich ordentlich, oder? Gut ist, dass wir super viele von diesen Verlangsamungsteilen haben. Ich sollte so mich positionieren, dass zwei von den Tiers den Gegner treffen. Ich bin übrigens sehr erstaunt, wie viel Schaden ich einfach gegen Dogma genommen habe. Ja, jetzt sollten wir schon das Maximum an Begleitern erreicht haben. Das Problem ist, dass ich einfach nichts erkennen kann. Das heißt, wenn irgendein Gegner sich dazu entschließt, mal was zu machen, kann ich das nicht sehen. Es sind einfach so viele Begleiter. Und wir haben auch so viel Holy Water. Und wir haben ihn. Spacebar über die Flammen. Oh ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Habt ihr es gesehen? Für als geschafften Raum. Wegen den ganzen Relics, die ich habe, bekam ich jetzt so viel. Oh Gott. Oh, das ist nicht gut, dass die Geschwindigkeit vom Feuer einfach die Teile enorm verändert wurde. Genehmigen wir uns noch ein paar Flammen. Ich habe scheinbar Technology Baby irgendwo. Okay. Jar of Wisps. Damit kann man die... Okay, damit kann man diese Wisp nicht nur über das Buch bekommen, sondern auch über das Glas irgendwie, vermute ich. Das war auf jeden Fall ein akzeptabler Run, würde ich sagen. Und damit fehlt bei Bethany nicht mehr allzu viel. Ich habe nur das Gefühl, dass ich mit Bethany irgendwann mal... Oh, ich habe mit Bethany einen Boss Rush gemacht. Okay. Das heißt, an sich muss ich mit ihr noch... Was ein bisschen nervig wird, ist, ich muss irgendwie schaffen, Hush und Delirium zu machen. Aber ansonsten ziemlich okay.